Es ist mir natürlich eine sehr große Freude, am heutigen Allerheiligenfest und am Tag der Jubiläumsfeier der Priesterbruderschaft St. Pius X. unter Ihnen zu sein und Ihre neue, so schöne und würdige Kapelle zum ersten Mal bewundern zu dürfen. Dragi vernici iz Zagreba, drago mi je što danas mogu biti ovdje s vama povodom 50. obljetnice utemeljenja svećeničkog glasa Svetog Pija X. U našoj novoj kapeli koja je lijepa i evo, koja mi se sviđa. Es freut mich sehr, dass Sie nun eine sehr geräumige Kapelle haben, die alle Gläubigen empfangen dürfen. Und vergessen wir nicht, eine schöne, würdige Kapelle ist ein Abbild des Himmels. Drago mi je što imate ovako prostranu kapelu koja može primiti sve vjernike i nemojmo zaboraviti, jedna lijepa kapela ili crkva je slika neba. Und die Bilder, die Statuen sollen uns daran erinnern, dass wir mitten in der Gemeinschaft der Heiligen leben dürfen. Slike i kipovi podsjećaju nas da živimo sa zajedništvom svetih. Wer also ein Gotteshaus betritt, soll unwillkürlich das Gefühl bekommen, er tritt in eine neue Welt, in die Welt Gottes, in eine himmlische Welt. Tko ulazi u crkvu, može jasno dobiti dojam da dolazi u jedan drugčiji svijet, u nebeski svijet, u, dakle, svijet svetih. Und ich möchte allen danken, die hier Hand angelegt haben und diese neue Kapelle ermöglicht haben, mitgeholfen haben, sie zu errichten. Zahvaljujem svima koji su se uključili i pomogli da bi se mogla urediti ova kapela. Und ich möchte Ihnen, liebe Gläubige, allen danken für die größere finanzielle Unterstützung, die notwendig geworden ist durch diese große Kapelle. Zahvaljujem vam također na velikodušnoj financijskoj podršci koja je bila potrebna za ovu kapelu. Aber am heutigen Tag möchten wir natürlich alle der göttlichen Vorsehung von ganzem Herzen danken für diese 50 Jahre Existenz der Priesterbruderschaft St. Pius X. No, u današnjoj prigodi htjeli bismo od sveg srca zahvaliti Božoj providnosti za obljetnicu 50 godina svećeničkog bratstva Svetog Pija X. Und wir danken dem Gründer dieser Bruderschaft, unserem verehrten Erzbischof Lefebvre, dass er den heldenhaften Mut hatte, die göttliche Tradition gegen alle Widerstände, in allen Verfolgungen aufrechtzuerhalten und weiterzugeben. Zahvaljujemo i utemeljitelju našeg svećeničkog bratstva, nadbiskupu Marcelu Lefebvreu, koji je imao tu hrabrost da usred svih protivština, neprijateljstava očuva katoličku tradiciju i da je nastavi dalje prenositi. Sie kennen, viele von Ihnen, seinen Wahlspruch seines Bischofsamtes, den Wahlspruch seines Bischofsamtes, Tradedi quod et accepi. Poznat so vam je njegovo biskupsko geslo, Tradedi quod et accepi, predado ono što sam primio. Und Erzbischof Lefebvre sagte einmal, meine ganze Sorge während meines Bischofslebens war, diesen Wahlspruch zu erfüllen, das weiterzugeben, was ich selber empfangen habe. Jednom prigodom je nadbiskup rekao, cjelokupna briga mojeg biskupskog djelovanja bila jednostavno da prenesem dalje ono što sam i sam primio. Und was hat mit so großem Eifer weitergegeben? Das sind die Schätze der katholischen Tradition. A što je on sa tako velikom revnošću predao dalje? To su blaga katoličke tradicije. Es sind die Schätze, die der Gründer der Kirche, unser Herr Jesus Christus, der wahre Sohn Gottes, seiner Kirche verliehen hat, die Schätze seines Erlösungswerkes. To su blaga koje utemeljitelj crkve naš gospodin Isus Krist predao dalje. To je to božansko blago. Und man nennt diese Schätze die göttliche Tradition, weil sie von Gott kommen und weil sie von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die göttliche Tradition.
to blago naziva se božanska tradicija zato što ono dolazi od Boga i prenosi se iz naraštaja u naraštaj. Und diese Schätze sind genau gesprochen drei. I ta blaga su trostruka. Es ist der Schatz der göttlichen Wahrheit. Gott hat uns und des katholischen Glaubens. Gott hat uns seine Wahrheit geschenkt und wir sind ganz sicher in der katholischen Kirche die Wahrheit zu finden. Prvo je blago božanske istine koje nam je Bog darovao tako što nam se objavio i u katoličkoj vjeri dakle nalazimo to blago. Und zweitens ist es der Schatz der göttlichen Gnade, die uns in den Sakramenten oder auch durch das Gebet in überreichem Maße geschenkt werden. Drugo je blago božanske milosti koje nam se daruje u sakramentima i u molitvi na jedan, dakle, bogati plodonosan način. Und vor allem ist es das heilige Messopfer, das die Quelle aller Gnaden ist. To je prije svega sveta misna žrtva koja je izvor svih milosti. Weil die heilige Messe die Fortdauer ist und die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu Christi. Jer je sveta misna žrtva nastavak i uprisotnjenje žrtve križa Isusa Krista. Und der dritte Schatz ist das göttliche Gesetz, die 10 Gebote und die Gebote der Kirche. I treće je božanski zakon, to je 10 Božjih zapovjedi i zapovjedi crkve. Dieses göttliche Gesetz ist der Wegweiser zum Himmel, so dass wir genau wissen, wie wir leben müssen, um sicher in den Himmel zu kommen. Taj božanski zakon je putokaz prema nebu po kojemu sigurno znamo kako trebamo živjeti da bismo došli u nebo. Und nun das Entscheidende der ganzen Dramatik der Geschichte der Priesterbruderschaft St. Pius X. Die Weitergabe dieser Schätze war nur möglich unter einem dramatischen Kampf, unaufhaltbaren Kampf gegen die Modernisten. I ono što je u svemu dramatično, kada govorimo o djelovanju bratstva, da je predaja, prenošenje tog božanskog blaga bilo moguće samo na jedan dramatičan način kroz borbu protiv modernizma. Denn Erzbischof Lefebvre musste vor 50 Jahren, seit den 1960er Jahren erleben, wie ein revolutionärer Geist in die Kirche eingedrungen hat und begonnen hat, alles, das ganze kirchliche Leben zu beherrschen. Jer nadbiskup Lefebvre je prije 50 godina, dakle 60. godina prošloga stoljeća morao doživjeti kako revolucionarni duh ulazi, kako se dakle probija u crkvu i nastoji njome zavladati. Bereits unser Gründer, unser Patron, der heilige Pius X., hat vor über 100 Jahren diesen revolutionären Geist bemerkt. Und er sagte, das ist nicht mehr die katholische Religion, das ist eine neue Religion. Već prije 100 godina naš zaštitnik, sveti Pio X., je primijetio taj revolucionarni duh i on je rekao da to više nije katolička religija, to je jedna nova religija. Und ich möchte Ihnen ganz kurz den wesentlichen Unterschied zwischen der Modernismus, der neuen Religion und der wahren, der katholischen Religion skizzieren. Ich htio bih sada ukratko skicirati bitne razlike između prave katoličke religije i modernizma. Die katholische Religion, sie hat als erste Aufgabe, die Menschen zum Himmel zu führen. Zu heiligen, zu erlösen von der Sünde und himmelwärts zu führen durch die göttliche Gnade. Prva zadaća katoličke religije je voditi ljude prema nebu, posvećivati ih, da otkupiti ih i božanskom milošću voditi duše prema nebu. Und die göttlichen Schätze der Tradition, sie helfen uns, dass unsere Seele vergöttlicht wird, gottähnlich wird und dass wir beginnen, tatsächlich in der Gemeinschaft der Heiligen zu leben, emporstreben himmelwärts. I blaga katoličke tradicije nam pomažu u tome da bismo mogli postati slični Bogu, dakle da bismo mogli živjeti s Bogom i tako težiti, uspinjati se prema nebu.
Und was hat dieser revolutionäre Geist des Modernismus getan? Er hat diese vertikale Ausrichtung abgeschnitten. I što je napravio taj duh modernizma, on je to okomito usmjerenje prema Bogu jednostavno odrezao. Die modernistische Religion, wir können sie sagen, ist eine rein humanistische, horizontale Religion. Možemo reći da je modernistička religija jedna čisto horizontalna ljudska religija. Das Ziel dieser neuen Religion ist das soziale Engagement. Cilj te nove religije je društveni angažman. Es ist eine nebulöse Menschenliebe. To je jedna neodređena ljubav prema ljudima. Und darum handeln die modernen Predigten fast ausschließlich von diesen Themen. Soziale Gerechtigkeit, soziales Engagement. I zato se moderne propovjedi bave samo tom temom, znači društvena pravednost, društveni angažman. Aber diese neue Religion kennt den Begriff übernatürliche Gnade nicht, heiligmachende Gnade, die uns Gott ähnlich macht. Znači, modernistička religija uopće ne poznaje pojam milosti, posvetne milosti koja nas čini sličnima Bogu. Ein kleines Beispiel, die beiden letzten Päpste, also die Päpste Johannes Paul II. Und Franziskus, sie haben niemals das Wort heiligmachende Gnade verwendet. Jedan primjer, Papa Ivan Pavel II. I Papa Franjo nisu nijednom upotrijebili taj izraz posvetna milost. Es ist wirklich eine neue Religion. To je doista jedna nova religija. Und ich möchte versuchen, Ihnen zu zeigen, wie bereits die Mutter Gottes in Fatima diese revolutionären Umtriebe vorausgesagt hat. I htio bih sada pokazati kako je Majka Božja u Fatimi već tada prolekla i navijestila te revolucionarne promjene i događanja. Schwester Lucia, der Sprachrohr Gottes, hat gesagt, Satan ist dabei, seine Entscheidungsschlacht gegen die Madonna auszufechten. Sestra Lucia nam prenosi riječi Majke Božje da je Satana spreman započeti onu konačnu borbu protiv Boga. Wenn sie sagt Entscheidungsschlacht, heißt es, der Teufel setzt alles daran, um das Reich Gottes zu vernichten. Kada Majka Božja kaže odlučna borba, to znači da će đavo učiniti sve da uništi jednostavno čovjeka. Ein anderes Zitat. Schwester Lutze sagte einmal, dass eine teuflische Verwirrung in der Kirche herrscht und von der vor allem die Priester erfasst sind, der Klerus. Druga izjava sestra Lucija kaže da u crkvi vlada đavolska pomutnja koja posebno pogađa svećenike i kler. Sie sehen also, diese neue Religion ist teuflischen Ursprungs, es ist ein satanischer Geist. Dakle, vidite, ta nova religija ima đavolski izvor, to je satanski duh. Und worin besteht dieser satanische Geist? U čemu se sastoji onda taj duh, taj satanski duh? Auch die Mutter Gottes hat auch darüber Auskunft gegeben. In den drei Geheimnissen, wobei das dritte uns noch nicht bekannt ist, sagte sie einmal von diesem satanischen Geist, dass Russland seine Irrtümer in der ganzen Welt ausbreiten würde und großes Unheil überall anrichten würde. To nam je Majka Božja objavila u tri tajne, iako treća tajna nije, dakle, službeno otkrivena. Ona je rekla da će Rusija proširiti svoje zablude po cijelome svijetu i tako stvoriti veliku nesreću, veliko zlo. Das ist die einzige Stelle, wo die Mutter Gottes genauer erklärt, was dieser satanische Geist ist. Und begreifen wir wohl, das hat sie im Jahr 1917 gesagt, also wenige Zeit vor dem Ausbruch der Oktoberrevolution. Und somit ist völlig klar, dass diese Irrtümer Russlands ist der Marxismus in all seinen Erscheinungsformen. Sie spricht in der Mehrzahl, im Plural, Irrtümer, also der Marxismus
in den unterschiedlichen Erscheinungsformen seit den letzten 100 Jahren. I Majka Božja je točno objasnila u čemu se sastoje te zablude, dakle, fatinske poruke dogodile su se 1917. prije izbijanja komunističke revolucije u Rusiji i ona je tu, dakle, pojasnila da se radi o zabludama marksizma koje se očituju u različitim pojavnim oblicima. Dakle, ona govori u množini zablude Rusije, to su, dakle, te različite forme u kojima se pojavljuje marksizam. Und wenn wir die letzten 100 Jahre zurückblicken, dann sehen wir tatsächlich, dass der Marxismus unterschiedliche Gestalt angenommen hat, auch unterschiedliche Namen. I doista ako pogledamo posljednjih 100 godina, onda ćemo vidjeti da je marksizam poprimio različite oblike, različita imena. Aber der Marxismus sind die Grundelemente eigen. Die Grundelemente sind immer gleich geblieben. Ali oni temeljni elementi su u tim različitim oblicima uvijek ostali isti. Und ich glaube für uns und für Sie alle ist es sehr wichtig zu begreifen, was ist das Wesen des Marxismus, damit wir die heutigen politischen Phänomene bis zur Corona-Politik, Klimapolitik begreifen können. Und auch das, was in der Kirche geschieht. Warum wir jetzt plötzlich einen Papst haben, Papst Franziskus, der linksradikale Ideen vertritt. Mislim da je to važno znati da bismo mogli razumjeti bit marksizma koji se danas očituje u različitim fenomenima u ovoj korona krizi koju sada proživljavamo. A također tiče se to i pape Franje koji zastupa radikalno lijeva politička i društvena stajališta. Pius XI, der den Kommunismus verurteilt hat, sprach, dass eigentlich eine Pseudo-Religion ist. Bietet eine falsche Ersatzerlösung an. Pio XI, koji je osudio komunizam kao pseudo-religiju, on kaže da komunizam predstavlja jednu pseudo-religiju, pseudo-otkupljenje za čovjeka. Und diese Tatsache, dass der Kommunismus eine Erlösung der Welt, der Menschen anbietet, hat ihn so verführerisch gemacht und hat ihm gleichzeitig diese unglaublich vernichtende und zerstörerische Energie verliehen. Činjenica da komunizam predstavlja, nudi čovjeku otkupljenje, daje mu jednu strašnu zavodničku snagu i moć. Ich möchte nur 4 Prinzipien des Kommunismus oder des Marxismus nennen und wir werden gleich sehen, wie leicht sie sich anwenden lassen auf die heutige Situation in der Politik, in der Medienlandschaft und in der Kirche. Htio bih spomenuti 4 načela koja obilježavaju marksizam i vidjet ćemo kako se to može lako primijeniti na našu situaciju u kojoj se nalazimo u politici, u medijima, pa i u samoj crkvenoj stvarnosti. Erstes Prinzip, der Marxismus verspricht ein irdisches Paradies, ein Paradies der Gleichheit, der Gerechtigkeit und des Wohlstandes. Kao prvo, marksizam obećava zemaljski raj, raj u kojemu bi čovjek mogao pronaći jednakost, pravednost i blagostanje. Aber es ist ein Paradies ohne Gott. Es herrscht der reine Materialismus. Ali to bi bio raj bez Boga, gdje bi vladao čisti materializam. Zweitens, der Kommunist, der Marxismus gibt vor, die unterdrückte Menschheit zu erlösen und eben in dieses Paradies zu führen. Drugo, marksizam obećava da će postići otkupljenje potlačenih ljudi i tako ih voditi u taj zemaljski raj. Und je nach Form des Marxismus sind die Unterdrückten unterschiedlich. Es sind die, zunächst war es das Proletariat, die armen Arbeiter. Heute sind es die Homosexuellen, sind es die Frauen, ist es das die unterdrückte Mutter Erde.
I svaki oblik marksizma je različit. S jedne strane se govori o proletarijatu, dakle usmjerenje prema siromašnima, ili pak se tu radi o homoseksualcima, ženama, majci zemlji, koji se predstavlja kao neki, dakle, temeljni motiv čemu se teži. Und Sie haben selber bemerkt, wie die heutige Klimapolitik eigentlich eine Art säkulare Religion geworden ist, geleitet von marxistischen Prinzipien. Vjerojatno ste sami primijetili kako ova aktualna politika oko klime zapravo predstavlja jedan očiti izraz marksističkih principa. Und wir müssen mit Schmerz feststellen, wie sogar unser Papst, Papst Franziskus, spricht von der Rettung des Planeten, aber nicht von der Rettung der Seelen, vor dem Untergang und vor der Hölle, von der Gefahr, ewig verdammt zu werden. Nein, niemals. Es geht um die Rettung des Planeten. I moramo sa žalošću ustanoviti da sam Papa Franjo govori o spasenju planeta, a ne o pitanju spasenja duša, o opasnosti da bi čovjek mogao vječno propasti, izgubiti svoju dušu. Ne, on govori o spašavanju planeta. Drittes Prinzip, die Erlösung oder die Befreiung der unterdrückten Gruppe geschieht dadurch, dass die Unterdrücker gewaltsam vernichtet werden. Treće, otkupljenje ili oslobođenje potlačenih trebalo bi se ostvariti na način da bi trebalo uništiti tlačitelje. Es gab in der ganzen Geschichte der Menschheit noch nie so viele Menschenopfer wie in der Geschichte des Kommunismus. Nikada u ljudskoj povijesti nije bilo toliko puno ljudskih žrtava kao u komunizmu. Und diese Unterdrücker, das sind die Kapitalisten, das sind die Homophoben, das sind die Islamophoben, das sind die Klimaleugner oder die Ausländerhasser und so weiter. I tko bi onda bili ti tlačitelji za marksiste, dakle to bi bili kapitalisti ili homofobi, islamofobi, nijekatelji, ove, protivnici klima, politike, protivnici migranata i tako dalje. Viertes Prinzip, der Marxismus beansprucht ein Monopol der Wahrheit. Und zwar sehen Sie sehr gut die Parallele zur wahren Erlösung. Jesus Christus ist die Wahrheit selbst, die personifizierte Wahrheit. Der Marxismus beansprucht ein Monopol der Wahrheit, der sich alle beugen müssen. I kao četvrto, Marxizam se poziva na monopol nad istinom. Vidite kako tu možemo povući paralelu sa samim Isusom, koji je utjelovljena istina, koji je, dakle, druga božanska osoba, Božja riječ, a s druge strane, dakle, marksizam si prisvaja da je on apsolutna istina, da ima monopol nad istinom. Denken Sie an das kommunistische Parteiorgan der Kommunisten, Pravda. Wir sind die Wahrheit. Wir Kommunisten, wir sind die Wahrheit. Dakle, možemo se tu podsjetiti ovaj komunističkog organa Pravda, gdje se, dakle, koji se prisvajao to pravo nad istinom. Und wer sich diesem Monopol der Wahrheit nicht beugt und nicht gehorcht, wird genauso gnadenlos und gewaltsam verfolgt und vernichtet. A onaj tko se ne pokori i ne bude poslušan pred tim monopolom istine, njega treba progoniti, uništiti. Machen wir ein aktuelles Beispiel, die Corona-Politik. Evo, uzmimo jedan aktualni primjer, Corona-Politika. Es sind die globalen Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation oder die Staaten, die die Wahrheit vorgeben. U cijeloj toj situaciji globalne organizacije zapravo stvaraju istinu, bila to Svjetska zdravstvena organizacija ili države. Und alle Dissidenten, alle die es wagen, die Corona-Politik zu kritisieren, werden unterdrückt.
i svi disidenti, oni koji se usude kritizirati tu korona politiku, dakle njih treba progoniti. Ich weiß es von Österreich und Deutschland, dass viele Ärzte, die seriöse Argumente vorgelegt haben, dass sie entweder entlassen wurden, gefeuert, ihre Stelle verloren oder dass sie sogar die Arztlizenz verloren haben, dass sie ihren Beruf gar nicht mehr ausüben dürfen. Osobno znam da u Njemačkoj ili Austriji se radi veliki pritisak na liječnike, da su neki čak zbog toga što su se usudili kritizirati ovu službenu politiku bili otpušteni s radnog mjesta ili možda čak izgubili licencu, da im više nije bilo dopušteno baviti se liječničkim zanimanjem. Oder die Kritiker werden medial hingerichtet, verleumdet, als Corona-Leugner oder Verschwörungstheoretiker verleumdet. Ili pak se protivnike ove službene korona politike na medijski način, dakle, progoni, osuđuje kao teoretičare zavjere, nijekatelje korone. Es ging sogar so weit, und man kann es kaum glauben, dass in Deutschland und in der Schweiz wurde ein Arzt in der Schweiz wurde als Psychopath bezeichnet und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, weil er es gewagt hat, die Corona-Politik zu kritisieren. To ide čak tako daleko u Njemačkoj i u Švicarskoj, da je primjerice jedan liječnik u Švicarskoj bio poslan u psihijatrijsku kliniku zato što se usudio kritizirati tu službenu politiku. Und in Deutschland war es eine Rechtsanwältin, die offenbar ziemlich viel Einfluss gewonnen hat, die genauso in eine psychiatrische Klinik mit der Polizei gewaltsam von der Polizei in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde. U Njemačkoj se dogodilo da je jedna pravnica koja je, dakle, zbog svojih nastupa očito imala velikog utjecaja, bila isto poslana u psihijatrijsku kliniku, da čak je policija odvela tamo. Die Mutter Gottes hat es in Fatima vorausgesagt. Im Zusammenhang mit den Irrtümern Russlands sagte sie, die Guten werden gemartert werden. Sama Majka Božja je to rekla u Fatimi, dakle, povezano sa zabludama Rusije, da će dobri biti mučeni. Sehen, das gilt nicht nur für den stalinistischen und maoistischen Kommunismus, das gilt auch heute. Im weitesten Sinn, wer heute den Mut hat, zur Wahrheit sich einzusetzen für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit, wird verfolgt werden. Vidite, to se ne odnosi samo na onaj klasični oblik komunizma kao za vrijeme Staljina ili Mao, nego to doživljavamo i danas u jednom širem smislu. Svatko tko se odvaži založiti se za istinu i za pravednost, takoga se progoni. Und ich glaube, wir dürfen sagen, Hut ab vor diesen mutigen Zeugen. I možemo samo, dakle, pohvaliti takve hrabre svjedoke. Und wir wollen beten, dass wir alle diesen Mut haben, für die Wahrheit einzustehen und auch bereit sind, Nachteile und Verfolgung zu erdulden. Die Guten werden gemartert werden. I možemo se samo nadati da ćemo i mi osobno imati tu hrabrost da bismo mogli nasljedovati njihove primjere. Dakle, da kao što nam je prorekla Majka Božja u Fatimi, da će dobri biti mučeni. Wir müssen noch ein fünftes Prinzip erwähnen. Kratko spomenimo i četvrto načelo. Unser Heiland hat ein universales Reich der Liebe und der Freiheit gegründet, die katholische Kirche. Naš spasitelj je osnovao sveopće kraljevstvo istine i ljubavi, to je katolička crkva. Der Teufel war immer schon der Nachäffer Gottes, auch will ein universales Reich. Đavo se uvijek trudi oponašati Boga, dakle, iskrivljivati Božju stvarnost, majmunirati se, mogli bismo reći, tako i on, tako i u tom pogledu, dakle, on želi jednostavno
ponašati Boga na iskrivljeni način. Aber der Teufel will kein Reich der Freiheit und der Gerechtigkeit. Ali đavo ne želi kraljevstvo slobode i pravednosti. Der Marxismus strebte immer schon eine weltweite Diktatur der Versklavung an, der Versklavung der Menschen. Marxizam teži na svjetskoj razini uspostaviti dakle jednu tiraniju u kome će ljudi biti porobljeni. Und ich glaube, was wir heute erleben, ist das Vorzeichen dieser Versklavung und dieser Diktatur. I ono što danas doživljavamo je jedan predznak tog porobljivanja i diktature. Es ist eine Diktatur, die von den globalen Eliten finanziert und kontrolliert wird. To je diktatura koju finanziraju i kontroliraju globalne elite. Und heute finden wir sogar Vertreter dieser globalen Elite, die zugeben, dass sie genau dieses Ziel verfolgen. Možemo pronaći zastupnike te diktature koji sami priznaju da teže tom cilju. Es fällt mir gerade ein, wenn wir einen Blick nach Amerika werfen, Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat, sagte, wenn wir Demokraten, wenn wir gewinnen, werden wir ein Ministerium der Wahrheit gründen, a Ministry of Truth. Evo recimo jedan primjer iz Amerike, predsjednički kandidat Joe Biden je izjavio ako on pobjedi, ako pobjedi dakle, njegova stranka, demokrati, da će onda oni osnovati ministarstvo istine. Werfen wir einen Blick auf die heutige Kirche. Pogledajmo malo i današnju crkvu. Wie Sie wissen, hat Erzbischof Lefebvre gekämpft gegen den Modernismus. Und hat immer gesagt, diesen modernistischen Irrtümern liegen die marxistischen Prinzipien zugrunde. Es ist im Grunde genommen nur ein religiöser Marxismus, was wir heute in der Kirche erleben. Nadbiskup Lefebvre se borio protiv modernizma i on je rekao da u pozadini kao temelj modernizma stoje zapravo marksistički principi. Und wir sehen es, wir haben es bereits erwähnt, die neue Religion ist eine horizontale, die vertikale wurde abgeschnitten. Es ist ein, im Grunde genommen ein irdisches Paradies, was man anstrebt. Već smo spomenuli, ta nova religija je čisto horizontalna, ona okomita poveznica prema Bogu je odrezana. Niemand warnt heute vor der Hölle, niemand sagt, dass wir Buße tun müssen, um die Sünden abzubüßen und dass wir die übernatürliche Gnade benutzen müssen, damit wir himmelwärts, vertikal streben können. Teži se jednom zemaljskom raju, ne govori se o opasnosti pakla, o tome da trebamo činiti pokoru, da bismo nastojali doći u nebo. Und die heutige Kirche ist im Grunde genommen, hat eine totalitäre Struktur. I današnja crkva načelno gledano ima jednu također jednu totalitarnu strukturu. Man predigt heute viel von Toleranz, aber diese Toleranz wird nur geübt gegen die anderen Religionen, gegen die Andersgläubigen, gegen die Homosexuellen, aber jene, die die Tradition verteidigen, werden gnadenlos verfolgt seit 50 Jahren. Danas se puno govori o toleranciji, međutim nju se primjenjuje samo na druge, dakle na druge religije, pripadnike drugih religija, na homoseksualce, a onaj tko se zalaže za katoličku istinu, za tradiciju, takvoga se nemilosrdno progoni. Oh, jetzt schon zwei Generationen von Katholiken, die katholisch bleiben wollten, sie wurden hinausgeworfen aus den Kirchen. Već dvije generacije tradicionalnih katolika, oni koji žele ostati katolici, su jednostavno izbačeni iz crkava. Und ich möchte Ihnen ein ganz aktuelles Beispiel aus Ungarn berichten. Htio bih navesti jedan aktualni primjer iz Mađarske. Seit einigen Jahren sind wir befreundet mit traditionellen Priestern, Pfarrern in der Erzdiözese Westbrem. Već neko vrijeme smo u prijateljskim odnosima sa svećenicima koji su dakle skloni tradiciji iz biskupije Westbrem. Diese Priester waren sehr tapfer.
Sie haben nämlich gekämpft für die Tradition und sie haben es fertiggebracht, ausschließlich die tridentinische Messe zu lesen. Ti svećenici su bili vrlo hrabri i izborili su se da mogu služiti isključivo tridentsku misu. Vor einem Jahr kam ein modernistischer Erzbischof, der die Tradition, er hat es auch angekündigt, dass er traditionelle Tendenzen nicht mehr dulden werde. Prije godinu dana došao je jedan modernistički biskup koji je odmah dao do znanja da neće više trpjeti tradicionalistička stremljenja. Zwei Priester, zwei Pfarrer haben dem ständigen Druck standgehalten, bis heute. Ta dva svećenika, dva župnika su se neprestano odupirali tom pritisku sve do danas. Aber inzwischen sind sie suspendiert worden und sie sind fristlos entlassen, mussten die Pfarrei auf der Stelle verlassen. No, među vremenu su suspendirani, protjerani su, dakle otpušteni su sa župničke službe koju su morali odmah napustiti. Der erste ist Ende August entlassen worden, suspendiert worden, der zweite vor zwei Wochen. Prvi svećenik je suspendiran, odnosno otpušten krajem kolovoza, a drugi prije dva tjedna. Und jetzt hören Sie die Argumentation im Suspendierungsdekret, die der Erzbischof anführte. Koje argumente biskup naveo u dekretu koje je sadržavao suspenziju? Die Gründe für die Suspendierung waren erstens ungehorsam. Das muss ich kurz erklären. Diese Pfarrer haben sich geweigert, die neue Messe zu lesen, Handkommunion zu geben und den Volksaltar in die Kirche zu stellen. Prvi razlog koji je biskup naveo je bila neposlušnost, jer ovi svećenici su odbijali služiti novu misu, nisu htjeli dijeliti pričest na ruku i nisu htjeli staviti oltar prema narodu. Also ungehorsam, dann schisma, heresie und apostasie. Znači neposlušnost, onda dalje raskol, krivovjerje i otpadništvo. Und sie wurden angedroht, exkommuniziert zu werden, falls sie es wagen sollten, nochmals die tridentinische Messe zu lesen. Biskup im je čak zaprijetio da će ih ekskomunicirati ako će se usuditi i dalje služiti tridentsku misu. Und der Erzbischof hat behauptet, dass ihre tridentinische Messen und die tridentinischen Messen von uns, der Priesterbruderschaft, ungültig seien. Biskup je čak izjavio da su njihove mise kao i mise svećenika našega bratstva nevaljane. Was natürlich völlig falsch ist. To je naravno potpuno krivo. Sie sehen, es ist wirklich eine Verfolgung der traditionell gesinnten Priester. Vidite, to je doista progon tradicionalno usmjerenih svećenika. Und es ist in schlimmster Weise die ein Rufmord, der durch den Erzbischof verursacht wurde. I to je u najgorem smislu, dakle, oduzimanje dobroga glasa koje je dakle, učinio taj biskup. Und so sehen Sie, wie die Prophezeiung der Mutter Gottes in Fatima in erschreckender Weise in Erfüllung gegangen sind bis heute. Vidite kako su se proročanstva Majke Bože ispunila na najstrašniji način, dakle, sve do danas. Die marxistischen Prinzipien, sie beherrschen nahezu alle Bereiche der Gesellschaft, der Politik und in der Kirche selbst. Marxistička načela vladaju u društvu, u politici, pa i u samoj crkvi. Und wir müssen annehmen, dass es so die Verfolgung der Tradition so weitergeht bis zum verheißenen Triumph des unbefleckten Herzens Mariens. I možemo uzeti da će progon tradicije ići dalje sve do obećane pobjede bezgrešnog srca Marijina. Liebe Gläubige, was sollen wir tun? Was ist unsere Aufgabe in der heutigen Zeit? Dragi vjernici, što trebamo činiti, što je naša zadaća u današnjem vremenu? Ich möchte Ihnen nur die Ratschläge, die Erzbischof Lefebvre uns Priestern immer wieder gegeben hat, möchte ich an Sie weitergeben. Htio bih vam dati neke savjete koje je nadbiskup Lefebvre neprestano davao nama svećenicima. Ein erster Ratschlag ist
Das unbedingte kindliche Vertrauen in die göttliche Vorsehung. Prvi savjet je bezuvjetno djetinje povjerenje u Božju providnost. Erzbischof sagt immer wieder, der liebe Gott hat diese Prüfungen, diese Verfolgungen, die wir Priesterbudschaft erleiden, erlaubt für ein höheres Gut. Nadbiskup Lefever je uvijek govorio da je dragi Bog dopustio te ispite, te progone koje, dakle, mi kao tradicionalni svećenici, vjernici moramo podnositi, to je on dopustio radi nekog većeg dobra. Und genauso erlaubt der liebe Gott die heutige Verfolgung, die heutige Prüfung. Isto tako Bog dopušta i ove današnje progone, da, iskušenja. Und sie ist eine Unterdrückung, die vielleicht tatsächlich bald in die weltweite Diktatur führen wird. To je tlačenje koje će možda uskoro prijeći u svjetsku diktaturu. Aber wir stehen unter dem Schutz Gottes. Ali nalazimo se pod Božjom zaštitom. Der liebe Gott lenkt alles und jede Einzelheit unseres persönlichen Lebens zum Besten. Dakle, Bog vodi sve pojedinosti i u našem osobnom životu na dobro. Und erinnern wir uns am heutigen Allerheiligenfest. Wir leben in der Gemeinschaft und im Schutz aller Heiligen, aller Engel und Heiligen. I sjetimo se posebno na današnji blagdan, da živimo u zajedništvu i pod zaštitom svih nebeskih svetaca, anđela. Und wenn wir die Heiligen verehren, dann werden sie uns Kraft geben, ihnen nachzufolgen, auch wenn wir verfolgt, massiver verfolgt werden werden. I ako budemo častili svece, oni će nam isprositi tu snagu da ih nasljedujemo, pa i onda ako budemo progonjeni. Und ich glaube, die göttliche Vorsehung hat es auch gefügt, dass die Priesterbruderschaft anerkannt wurde am heutigen Allerheiligenfest. I vjerujem da je božanska providnost učinila da naše svećeničko bratstvo bude priznato, dakle, prije 50 godina upravo na današnji blagdan. Weil die Priesterbruderschaft die Mission von Gott, die Mission bekommen hat, die Tradition weiterzuführen, die uns eben in die Gemeinschaft der Heiligen führt. Jer je svećeničko bratstvo dobilo poslanje da nastavlja tradiciju koja nas vodi prema zajedništvu svetih. Ein zweiter Ratschlag unseres Erzbischofs. Wir sollen uns ganz und gar der Mutter Gottes anvertrauen, weihen und uns ihr hingeben. Drugi savjet nadbiskupa Lefevra, trebamo se potpuno posvetiti, preporučiti i predati Majci Božjoj. Oft sagt er, wir haben nichts zu fürchten, auch in der Verfolgung nicht. Weil wir leben unter dem Schutzmantel der Mutter Gottes und wir kämpfen in ihrer Armee. Često je govorio da nemamo se čega bojati jer se nalazimo pod zaštitom Majke Božje i borimo se u njezinoj vojsci. Und wenn wir treu kämpfen, der Mutter Gottes ergeben sind, dann werden wir an ihrem Triumph teilhaben. I ako se budemo vjerno borili, onda ćemo imati dioništvo i u pobjedi Majke Božje. Erzbischof Lefever hat in jeder Predigt von der Mutter Gottes gesprochen. U svakoj propovedi nadbiskup je govorio o Majci Božjoj. Und gegen Ende seines Lebens sagte er, Maria war immer der Stern meines Lebens. On je u zadnjoj propovedi u svome životu rekao je, Majka Božja je uvijek bila zvijezda vodilja mojega života. Und dann ein dritter und vierter Ratschlag, wirklich jetzt zum Schluss. Još treći i četvrti savjet za kraj. Kurz vor seinem Tod hat er einen Brief an die Laien, also an die Gläubigen, geschrieben. Kratko prije svoje smrti nadbiskup je napisao jedno pismo upućeno vjernicima, laicima. Und er sprach die Laien an, sie, liebe Gläubige, Sie, die Sie das Privileg haben, den wahren Glauben bewahrt zu haben, haben zwei wichtige Aufgaben. I rekao je, vi vjernici koji ste primili tu povlasticu da možete imati pravu vjeru, s time ste dobili i dvije važne zadaće. Und diese zwei Aufgaben, diese zwei Pflichten bestehen im lebendigen Glauben
und im missionarischen Eifer. Te dvije zadaće ili obveze sastoje se u živoj vjeri i u misionarskoj revnosti. Wir alle müssen also einen lebendigen Glauben haben an unseren Herrn Jesus Christus, an sein Königtum und an sein Erlösungsopfer. Svi mi moramo imati živu vjeru u našega gospodina Isusa Krista, u njegovo kraljevstvo, u njegovu otkupiteljsku žrtvu. Und wir müssen eine grenzenlose Hochschätzung der Heiligen Messe haben, in der sich das Erlösungsopfer verewigt. Moramo imati dakle, jedno bezgranično poštovanje, cijeniti njegovu otkupiteljsku žrtvu svete mise, gdje se to otkupiteljsko djelo ovjekovječuje. Erzbischof Lefebvre sagte sogar, wir sollen ein brennendes Verlangen haben, uns mit dem Opferlamm auf dem Altar zu vereinigen und uns selber so ganz und gar aufzuopfern. Rekao je nadbiskup, trebamo imati goruću čežnju da se združimo sa Kristovom žrtvom na oltaru i da mu se predamo. Sie sehen also die Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus, zu seinem Opfer, das muss unser Ein und Alles sein, unsere ganze Liebe. Vidite, dakle, ljubav prema Isusu, prema njegovoj otkupiteljskoj žrtvi, to je ono najvažnije, ono što dakle, mora zahvatiti cijelu našu osobu. Und nun, die Mutter Gottes in Fatima wiederum, sie hat versprochen, wer diese Opfer bringt und sich aufopfert, wird viele Seelen retten. Majka Božja je u Fatimi obećala da onaj tko se žrtve, tko prikazuje žrtve, da će taj moći spasiti puno duša. Und sprechen wir zum Schluss jetzt vom missionarischen Eifer. Erzbischof Lefebvre war einer der größten Missionare des 20. Jahrhunderts. I još trebamo nešto reći o misionarskoj revnosti, jer nadbiskup Lefebvre je bio jedan od najvećih misionara 20. stoljeća. Und ich selber habe es erleben dürfen, obwohl er schon sehr alt war, obwohl er krank war und Schmerzen hatte, zog er unermüdlich durch die ganze Welt, um zu predigen, um die heiligen Sakramente der Firmung zu spenden und Zeugnis abzulegen für die Tradition. I sam sam mogao to doživjeti, iako je nadbiskup tada već bio star, bolestan, osjećao boli u svome tijelu, ipak je putovao po cijelome svijetu da bi propovjedao, podjeljivao sakrament svete potvrde i davao svjedočanstvo za tradiciju, za istinu. Und wir wollen am heutigen Tag alle Heiligen bitten, dass sie vom Himmel aus die Priesterbruderschaft segnen, alle Priester und Ordensleute, aber auch alle Gläubigen, dass wir dieses Erbe von Erzbischof Lefebvre mit Eifer weitertragen in die Zukunft. I zato želimo moliti na današnji blagdan sve svece da bi oni s neba blagoslovili naše svećeničko bratstvo, da bi ono to nasljeđe tradicije koje je primilo moglo revno prenositi dalje za budućnost. Falls Sie Fragen haben, liebe Gläubige, haben Sie jetzt Gelegenheit, diese zu stellen. Ich werde versuchen, eine entsprechende Antwort zu geben. Evo, ako netko ima pitanje, može slobodno. Entweder ist alles klar oder vieles zu unklar. Alles klar, ganz klar. Ja bih pitala, vezano za održavanje tradicionalnih misa u drugim hrvatskim gradovima, znam da je u Rijeci, postoji mogućnost u Splitu, ali evo, možda bi bilo dobro raditi puno više na, neću reći reklamiranju, ali na promociji, da ljudi jednostavno znaju da ovako nešto mogu živjeti i da naša katolička vjera je evo ovo što smo danas doživjeli na ovoj misiji. Evo, puno hvala i evo kažem, voljela bi da to mnogi ljudi u Hrvatskoj znaju. Mm. 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 Mm.
Ich gebe Ihnen ganz recht, das ist eine aktuelle, zeitgemäße Form des Apostolates, die Leute aufmerksam zu machen auf wirklich die traditionellen Gottesdienste, die heute noch angeboten werden. Da, absolut, no pravo ste, dakle, to je jedna velika potreba u ovome vremenu da što više ljudi upoznaju tradicionalnu misu. Und ich darf Ihnen verraten, wir sind immer dabei zu überlegen, wie können wir Mittel finden, dass die wahre Tradition bekannt wird in der heutigen Zeit. Weil die Medien, sie ignorieren uns. I neprestano razmišljamo o tome s kojim sredstvima ćemo to najbolje postići, jer ovi veliki mediji nas jednostavno ignoriraju, ne možemo dobiti prostora. Ich möchte aber, kommt mir gerade in den Sinn, ein Beispiel geben, wie der liebe Gott alles zum Guten fügt. Evo jedan primjer kako Bog sve izvodi na dobro. Jene beiden Priester aus Ungarn, die so verfolgt wurden, sie haben sich uns angeschlossen und wir haben in Ungarn ein neues Priorat eröffnen können. Ova dva svećenika iz Mađarske, koja je pater prethodno spomenuo, oni su se priključili zajednici našeg bratstva, pa smo tako u Mađarskoj mogli osnovati priorat. O tome ste možda čitali na našoj stranici. Und das Schöne, die meisten der praktizierenden Gläubigen aus den ehemaligen Vereinen haben sich den beiden Priestern angeschlossen. I posebno raduje što se većina vjernika iz njihovih župa, gdje su prije, znači bili na službi, da su ostali vjerni toj dvojici svećenika. In der Pfarrei von Pfarrer Orodi sagte der Bürgermeister: Herr Pfarrer, Sie bleiben unser Pfarrer. U župi jednog svećenika je sam gradonačelnik rekao: Vi ostajete naš župnik. Und wir werden Ihnen einen schönen Raum zur Verfügung stellen, damit Sie jeden Sonntag zu uns kommen und die Heilige Messe zelebrieren, die Tridentinische. I pobrinut ćemo se da dobijete jednu prikladnu dvoranu, mjesto gdje ćete moći služiti tradicionalnu misu, da možete stalno dolaziti k nama. Und es sind in jeder Pfarrei 100 Gläubige, die Treue halten zur Tradition. I u toj župi, znači, ima čak 100 vjernika koji su ostali vjerni tradiciji. Ja nešto brosim. Ja bih htio samo da vas pitam, koje mogućnosti uopće ima mi, vjernici i svećenici, da se zatraže naše stare crkve koje su naši preci radili da se vrate među narod ili da se narod tamo vrati. To je jedno pitanje. A drugo pitanje, pismo za gospodina Padra, svećenika, da li ta sva tema, tematika koju ste prije pričali, da li to sve vodi novom svjetskom poretku? Lijepo. In Kroatien ist es sehr schwer, Kirchen zu bekommen, weil alle Bischöfe gegen die Tradition eingestellt sind. Znači, kod nas je jako teško dobiti crkve, jer su jednostavno biskupi protiv tradicije, tako da ne daju. Aber in vielen Ländern der Erde ist es gelungen, Kirchen zu bekommen oder zu kaufen. Ali na puno mjesta po svijetu smo uspjeli dobiti ili kupiti stare crkve. Aber in den meisten Ländern hat die Priesterbruderschaft selber schöne Kirchen gebaut. Ali u većini zemalja je naše bratstvo samo izgradilo lijepe crkve. Und jetzt zur Zeit wird in den Vereinigten Staaten die größte Kirche der Bruderschaft gebaut. A sada se u Americi gradi najveća crkva. Es ist eine Kirche mit 1700 Sitzplätzen. Je najveća crkva koju je naše bratstvo uopće ikada izgradilo, to je velika crkva sa 1700 sjedećih mjesta. Und zwar weil gerade in Amerika die Tradition sehr stark am wachsen ist. Upravo u Americi tradicija najviše raste. In den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl der Gläubigen mehr als verdoppelt. U
posljednjih 10 godina se broj vjernika više nego udvostručio. Ich darf vielleicht eine kleine Statistik noch geben. Ist jedna mala statistika. Die Priesterbruderschaft ist bescheiden, aber wir haben doch einige Mitglieder. Svećeničko bratstvo je ipak skromno, ali imamo znači određeni broj članova. Es sind 675 Priester. To je, dakle, imamo 675 svećenika. Etwa 165 Brüder, Ordensbrüder. Oko 165 časne braće. 230 Seminaristen. 230 bogoslova. Und einige hundert Schwestern. I nekoliko stotina časnih sestara. Also insgesamt sind es an Priestern und Ordensleuten 1360. Dakle, to ukupno čini, kada govorimo o posvećenim osobama, dakle, svećenici, časna braća, sestre, 1360. Und im Vergleich mit anderen Ordensgemeinschaften in der Kirche ist die Priesterbruderschaft die eine der am schnellsten wachsenden Ordensgemeinschaften. I u usporedbi sa svim drugim zajednicama u crkvi, svećeničko bratstvo je među onim zajednicama koje najbrže rastu. Und die Priesterbruderschaft arbeitet und wirkt in 74 Ländern dieser Erde. Svećeničko bratstvo djeluje i aktivno je u 74 zemlje po svijetu. Und nochmals, wir dürfen der göttlichen Vorsehung unendlich danken, dass sie dieses Werk erlaubt hat, inmitten aller Erfolgung sich auf diese Weise weltweit ausbreiten zu dürfen. Još jednom možemo, dragome Bogu, biti beskrajno zahvalni što je dao da se ovo djelo moglo uspostaviti i proširiti po svijetu usred teških progona. Und wir dürfen sicher sein, ohne Erzbischof Lefebvre wären wir nicht hier und es gäbe keine öffentlichen tridentinischen Messen mehr. I možemo biti sigurni da bez nadbiskupa Lefebvre ne bismo sada bili ovdje i ne bi bilo uopće javnih tradicionalnih misa. Und zwar weil die einzelnen Priester alle verfolgt wurden. Es bedurfte einer weltweiten, relativ starken Gemeinschaft, damit die Tradition so gerettet werden konnte. Jer svećenike pojedinačno se uvijek progonilo i zato je bilo potrebno da se uspostavi jedna zajednica koja će biti prisutna po cijelome svijetu. Wenn Sie mir noch ein kleines Statement erlauben bezüglich des Papstes. Još jedna mala izjava u vezi pape. Es gibt doch eine große Gefahr. Je postoji velika opasnost. Weil viele denken, also dieser Papst, er ist ja marxistisch, er unterstützt die Homo-Agenda. Die freimaurische Agenda, ist es möglich, dass dieser Papst noch ein echter Papst ist? Jer neki razmišljaju na način da ovaj papa razmišlja marksistički, on podržava homoseksualnu masonsku agendu, kako je moguće da takav čovjek bude papa? Seine letzte Enzyklika Fratelli Tutti ist eigentlich ein Skandal. Es ist ein marxistisches Manifest. Posljednja enciklika Fratelli Tutti je zapravo skandal. To je poput marxističkog manifesta. Und viele denken, nein, ist unmöglich. Das ist unmöglich, dass Franziskus echter Papst ist. Mnogi misle da nije moguće da bi Franjo bio pravi papa. Dass die Bewegung der Sedisvakantisten. To je pokret sede vakantista. Aber das war nie die Position von Erzbischof Lefebvre und der Priesterbruderschaft. Ali to nikada nije bila pozicija nadbiskupa Lefebvre i svećeničkog bratstva. Warum? Weil die Sedevakantisten zwei große Fehler machen. Zašto? Zato što sede vakantisti rade dvije velike pogreške. Niemand kann beweisen, dass der Papst nicht Papst ist. Es gibt keine theologischen Beweise. Nitko ne može dokazati da papa nije papa, nema teoloških dokaza za to. Das kann nur ein zukünftiger Papst oder ein Konzil.
to može samo budući papa ili koncil. Es kann sehr wohl sein, dass wenn der Papst Heretiker ist, dass Christus ihm die päpstliche Vollmacht gibt. Trotzdem. Moguće je da unatoč tome, ako bi papa bio krivovjernik, da mu Krist, dakle unatoč tome, da papinsku vlast. Und darum ist es für uns eine wichtige Aufgabe, für den Papst zu beten. I zato je važna zadaća za svakog od nas da molimo za papu. Und Bischof Athanasius Schneider sagte ganz zu Recht, wir beten für die Bekehrung des Papstes. Biskup Schneider je rekao sasvim jasno, molimo za papino obraćenje. Übrigens auch der große Bekenner Erzbischof Vigano vertritt genau unsere Position. Er hat sich auch verwahrt gegen diese Versuchung des Sedisvakantismus. Nadbiskup Vigano također zastupa našu poziciju, dakle izjasnio se protiv sedevakantizma. Zaključit ćemo molitvom i onda će nam pater dati blagost. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sancte die Decime, Omnes Sancti et Sancte Dei. Adiatorium nostrum in nomine Domini, benedicta Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et Maria semper.